Bam, Leute, hi, ich bin's wieder, euer Internet-Developer, und heute geht's an euren eigenen V-Server zu bestellen für euer Hotel. Ah, ist das geil, ne? Ja, okay, beginnen wir. Ich will immer noch anfangen. Und deshalb entschuldige ich mich, wenn ich ab und zu irgendwie, ihr wisst. Okay, los geht's. Ja, euer V-Server fürs Hotel, ich sag, er ist nicht kostenlos, er kostet 9,99 € bzw. 15 € pro Monat. Wer das Geld nicht hat, kann jetzt schon ausschalten. Der V-Server ist ein Monat kostenlos. Und er ist von eurem Hotel, ne? Und die gute Sachen kommen jetzt gleich. Negative Sachen werdet ihr jetzt auch gleich sehen. Gehen wir erstmal auf V-Server, ne? Dann nehmen wir hier den billigsten aus. Bam! Der reicht auch vollkommen aus, Monatsgebühr, wenn ihr Linux wollt, 10 €, Windows 15 €, ich nehme Windows. Zack. Dann für den 15 €, also ein Monat kostenlos testen, danach 15 €. Wir wählen aber nur einen Monat aus, also einen Monat Vertragslaufzeit, somit zahlen wir nichts. Windows 2008 Standard Edition, kein Admin-Programm, mehr gar nichts. Backup Space ist, falls ihr Backups von euren Files und allem Drum und Tra machen wollt, dann wählt ihr hier das aus. Zack. Zack, 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 zack. Da brauchen wir alles nicht. Ich mache meine Backups auf eine andere Art und Weise. Weiter. Anrede, wenn ihr eine Frau seid oder ein Mädel, dann wählt ihr Frau aus. Wenn ihr ein Junge oder ein Herr seid, wählt ihr Herr aus. Wenn ihr eine Firma seid, wählt ihr Firma aus. Okay? Gut, ich bin ein Herr. Firma brauchen wir nichts rein, das ist für ID brauchen wir auch nicht. Mein Vorname, ja, ich werde mir nämlich auch so ein Telefon bestellen. Wie, das ist ein ID, da wird alles noch ein Video kommen. Ich nenne mich ja Olaf. Der Nachname ist, kein Plan. Das stimmt ja nicht, Erik. So, Olaf Eriksson, das ist jetzt euer Name, euer echter Name, ne? Dann eure echte Wohnadresse. Lingusterweg. 32. Kein Plan. Dann. Ich habe jetzt nächste Adresse aus. Dann. Wir haben eine E-Mail-Adresse. Dann. Ganz wichtig, jetzt wieder hier. Euer Geburtsdatum. Ja, das ist ein Nachteil. Es sind zwei Nachteile da. Wenn ihr so ein Server wollt, müsst ihr volljährig sein. Also 18. Also frühestens 1992 geboren, beziehungsweise 93. Ja. Na, 93. Ja. Ja, 93. Dann müsst ihr hier, was sonst macht ihr euch strafbar wegen falscher Angaben, also Name, Vorname, Interesse muss auch alles richtig sein, sonst wegen Betrug strafbar, ne? Dann eure echte Telefonnummer, kein Plan, 01 01 7 3 2 0, keine Ahnung. Boom. Das ist jetzt eure echte Nummer, ich bestelle jetzt nicht, das mache ich später mit meinen echten Daten. Video weiter. Dann hier Produkt ein Monat ist ja kostenlos, ich stimme zu, weiter. Ihr werdet später noch mit der echten Telefonnummer angerufen, Freundchen, ne? Um eure Identität zu bestätigen. Und da bekommt ihr einen Code, um euren Server freizuschalten. Hier könnt ihr jetzt das, was ich richtig geil finde, an der Seite auswählen. Ob ihr monatlich vorauszahlen wollt, quartalsweise, halbjährlich, jährlich oder zweijährlich. Ich will monatlich zahlen. Gut. Ich zahle ja eh nichts, da der kostenlos ist ein Monat. Dann entweder für Lastschrift, also braucht ihr Kontodaten und alles, das wollen vielleicht eure Eltern nicht. Wenn ihr keine 18 seid, tragt ihr vorne den Namen eurer Eltern ein, deren Einverständnis. Dann wählt ihr Spirit Labs aus, da könnt ihr sofort Überweisungen, Click and Buy zahlen, mit PayPal, mit PaySafe Card, was ich sehr, sehr geil finde. Weil wenn jemand VIP PaySafe Card kauft, 20 € oder so, 10 € kein Plan,
Könnt ihr damit euren Gutsgutgenre finanzieren, ne? Und. Dann wird die Bestellung aufgegeben. Hier kann man alles überprüfen. Werdet ihr per E-Mail benachrichtigt. Ja, das war's dann auch schon wieder von mir. Übrigens ein gutes Hotel zum Zocken, wo ich auch empfehlen kann, ist mivenpro.de. Was ich geil finde, so ein CMS. CMS wird mein Hotel dann auch haben, so ein CMS. Richtig geil finde ich hier, diese Radioplay, die Startempfehlung hier. Mit den Tags und allem drum und dran, ist ein richtig geiles CMS. Muss ich ehrlich sagen, könnt ihr euren Bot erstellen, der ist sehr kostenlos. Also falls ihr daran so einchecken wollt, könnt ihr das gerne machen. Das ist richtig genial, die Sache hier. Dann gibt's Community und dann guckt euch mal diese geile Stuff-Page an. Wenn ihr auf Stuff gehen oder Staff oder eine Projektleitung, Management, alles nochmal schön einsortiert, die Moderation, die Experten, ach, ist das herrlich. Ein richtig gutes Thema, ist nur die Gruppen funktionieren nicht. Oder habe ich jetzt noch eine Gruppe? Ich habe eine Gruppe, die nicht geht und die Sicherheitshinweis heißt. Dann sehen wir hier noch VIPs, wo ihr euch mit PaySafe Card kaufen könnt, um euren Hut oben zu halten. Geile Sache. Dann zeige ich euch nochmal schnell den Client. Was ich hier geil finde, hier dieses schöne Rot. Ich habe ich noch nie gesehen. Hammer. Baby Amor Mio. Ich habe aber auch noch ein geiles, eine geile Hausleer, die ich euch auch noch mal zeigen werde, wenn mein Hotel um ist. Dann gibt es die Wochen raus. Dann gibt es hier einen VIP-Katalog. Da war komischerweise gestern Moderator-Katalog. Kein Plan. Hier gibt's. Alter, das ist Hammer, ich schwör's dir. Einzigste, was ich mir nachher muss, hier sind dann alle Kategorien drin, was ich ja mal schade finde. Naja, egal. Dann habe ich da mal so ein paar Räumchen gebaut. Einmal der Grünwaldbach, was ich euch noch zeigen kann, weil es mir so lange Zeit hat, aber natürlich haben wir so lange Zeit. Der Grünwaldbach hier selber erstellt. Na, ist das geil. Fasziniert euch von diesem Ausblick. Oder? Mein Infos sind dann das noch zu bauen. Das Hammerteil. Das wird später mal so ungefähr aussehen. Bloß fertig eben. Zum Beispiel. Später im Hotel. Ja, hier habe ich durch, weil ich so ein kleiner Zocker bin. Rest von so ein komische Putzi-Putz-Ampel. Und so ein komische blaue Markise. Okay, das war's jetzt auch schon verloren. Vom Hotel. Geiler Raum hier. Deine Sache. Und ja. Hasta la vista. Bis zum nächsten Mal. Adios. Abonnieren. Subscribieren. Dividieren. What the fuck? Ah, ciao.